Verunreinigte und verdorbene Lebensmittel stellen ein Risiko für die Gesundheit dar, denn Mikroorganismen wie Bakterien oder Schimmelpilze können zahlreiche und leider auch tödliche Erkrankungen hervorrufen. Die meisten Mikroorganismen lieben Wärme und Feuchtigkeit. Unter diesen Bedingungen vermehren sie sich rasch, auch in der Küche. Eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch und zerkleinerte Produkte wie beispielsweise Hackfleisch sind besonders anfällig für Bakterien. Sehr wasserhaltige Gemüse und Früchte wie Erdbeeren dagegen für Schimmelpilze. Deshalb sind Sauberkeit und Hygiene beim Kochen unverzichtbar. Zunächst wäscht man sich immer mit warmem Wasser und Seife gründlich die Hände und trocknet sie an einem sauberen Tuch ab. Dies gilt ganz besonders nach Kontakt mit rohen Lebensmitteln, mit Abfällen und mit Tieren sowie nach dem Toilettengang. Wunden deckt man mit einem wasserundurchlässigen Pflaster oder einem Verband ab. Schneidbrett, Messer, Löffel und andere Utensilien müssen sauber sein. Obst, Gemüse und frische Kräuter werden gründlich unter fließendem Wasser gewaschen. Rohe Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Eier, Rohmilch, Gemüse, Obst, Kräuter müssen getrennt von bereits gekochten Zutaten verarbeitet werden, damit keine Keime übertragen werden. Tiramisu und Mayonnaise sowie andere nicht erhitzte Speisen mit rohen Eiern gehören sofort nach der Zubereitung in den Kühlschrank und sollten innerhalb von 24 Stunden gegessen werden. Es ist wichtig, frischen Fisch, Fleisch, insbesondere Hackfleisch und Geflügelfleisch, Eier, Rohmilch und tiefgekühlte Beeren immer gut zu erhitzen. Bei Zubereitung in der Mikrowelle sollte man die Speise mehrere Male umrühren. Bei einer Erkältung sollte man es vermeiden, auf Lebensmittel oder Speisen zu husten oder zu niesen. Zum Auftauen gibt man gefrorene Lebensmittel am besten in eine Schale und die abgedeckte Schale in den Kühlschrank. Die Auftauflüssigkeit gießt man ab, alle verwendeten Materialien und die Hände wäscht man gründlich.